So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Escape from Tarkov. Und heute gehen wir ein Thema an, was jetzt mit Sicherheit bald ein größeres Thema wird, beziehungsweise was eigentlich schon ein Thema ist. Und zwar geht es um die Open Beta. Das heißt, eben der große Stresstest, nachdem jetzt am Ende des Jahres der große Patch rauskommen soll mit dem Wipe, wird danach eben mit der Open Beta quasi die Server gestresstestet. Und kann man natürlich für die Leute dann auch eben dieses Spiel mal testen. Und ja, wenn ihr das Spiel testen möchtet und an der Open Beta bzw. an dem Stresstest teilnehmen möchtet, dann müsst ihr euch einfach in dem Forum registrieren auf escapefromtarkov.com. Meldet ihr euch einfach an und dann habt ihr eine Chance auf einen Open Beta Key, der gilt dann für 7 Tage. Eine Chance auf das bezogen, dass es gibt eine spezielle Anzahl von Codes veröffentlicht bzw. vergeben. Ich weiß nicht genau, wie viele das sein werden. Aber grundgenommen geht es nach dem Motto, wer zuerst malt, der kommt zuerst. Das heißt, meldet euch direkt an, wenn ihr da mitmachen wollt, um die Chance zu erhöhen, um noch so einen Code zu ergattern. Alternativ wird es mit Sicherheit auch da Giveaways geben mit diesen 7-Tage-Codes, wo die verschenkt werden, weil wenn ihr länger schon in der Community aktiv seid und euch registriert habt, könnt ihr so Codes bekommen, beziehungsweise alle Leute, die holy shit, war ein Schuss gerade, alle, die sich vor dem 5. August 2016 bereits registriert haben, die bekommen einmal eine Standardversion von Escape from Tarkov plus, glaube ich, 7 Tage oder eben, ich weiß nicht wie viele, aber auf jeden Fall eine Handvoll von diesen Open Beta Keys, die dann quasi vergeben können, verschenken können oder wie auch immer, um da noch eben möglichst viele Spieler zu aktivieren. Und auch die Leute ein bisschen zu belohnen, die schon lange dabei sind. Also wenn ihr euch im Forum oder im Spiel registriert habt vor dem 5. August 2016, dann könnt ihr ja schon mal irgendwie euren Mates Bescheid geben. Hey, wir kriegen ein paar Open Beta Codes und einmal sogar die Standardversion von dem Game. Ist auf jeden Fall eine coole Aktion, um auch so ein bisschen die Leute zu belohnen, die dann seit Anfang an dabei sind. Und ja, auf den Patch bin ich auch riesig gespannt. Da werden ein paar richtig geile Sachen kommen. Großes Thema ist ja dieses dynamische Inventar. Das heißt, wenn ihr eine Waffe in Buttstock abnehmt, ist es kürzer. Oder wenn ihr einen Schalldämpfer draufbaut, ist sie wieder länger. Und eine Makarov mit dem 84er Magazin ist generell, also braucht dann auch einen Platz nach unten. Und da bin ich extrem gespannt drauf. Des Weiteren soll es Customizing vom Helm geben. Und es wird zwei zusätzliche Slots im Gesicht kommen. Also einmal die Brille, einmal so ein Tuch und einmal den Helm extra. Habe ich auch gefeiert, als ich das gehört habe. Und ja. Performance-technisch wird mit Sicherheit auch einiges gemacht. Muss gemacht werden. Weil sonst brauchen sie die Open Beta nicht zu beginnen. Jetzt hätte ich gerade Steps gehört. Jo. Dann sage ich, jo, meldet euch direkt auf jeden Fall im Forum an, wenn ihr an der Open Beta teilnehmen wollt. Wenn ihr mehr über das Spiel kennenlernen wollt, wenn ihr es noch nicht kennt, schaut einfach meine anderen Videos an. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und gebt gerne einen Daumen hoch, würde ich mich riesig drüber freuen. Und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.